So, Freunde der Nacht, Hänsels Blitzrezepte. Ja, einen schönen Kichererbsensalat mit Avocado, ein paar Nüssen, Mozzarella und Granatäpfel. Okay, wie funktioniert das? Eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt ein paar Kichererbsen, gebt die Kichererbsen in eine Pfanne. Zu den Kichererbsen kommt etwas Zucker. Und den Zucker mit den Kichererbsen so ein bisschen karamellisieren lassen. Dann die schöne Avocado in lecker feine Würfel schneiden. Und diese frische, reife Avocado bekommt dann einen hellen Pendant, schönen Mozzarella. Der wird auch geviertelt oder halbiert, so die kleinen leckeren Kugeln. Schmeckt genau richtig, so muss das sein. Und jetzt zu den Kichererbsen noch ein paar Pistazien dazu geben. Das Ganze schön brutzeln lassen, schön karamellisieren lassen. Alright? Dann ein bisschen Chilisauce dazu. So, und das leicht einkochen lassen. Dann gibt es natürlich noch ein Dressing. Und das Dressing besteht aus einem Schluck weißem Essig, bisschen Zucker, bisschen Salz. Freunde, gutes Olivenöl. Und das Ganze wird jetzt schön mit einem Schneebesen vermengt. Seid ihr bereit? Mozzarella und Avocado kommen hier rein. In großen Stücken. Und dann die karamellisierten Nüsse. Sehr. Boah! Duftet. So. Sehr modern. Das Ganze wandert auf den Teller. Schönen Kichererbsensalat mit Mozzarella, lecker Nüssen, bisschen Chili und obendrauf, wenn ihr es ganz perfekt machen wollt, der Liebesapfel, ja, bisschen Granatapfel noch. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen.